Vers 9. Alle Nachkommen der Gefährtin des großen Herrn der materiellen Welt, Maheshwara, sind Verkörperungen von Linga, dem männlichen Prinzip, und Yoni, dem weiblichen Prinzip. Erläuterung: Die volle, alle vier Viertelkreise umfassende Ausbreitung des höchsten Herrn zeugt von seiner majestätischen Prachtentfaltung. Davon bilden die sich über drei Viertelkreise erstreckenden Sphären, die frei von Klagen, Vergänglichkeit und Furcht sind, die mannigfaltige Herrlichkeit von Vaikuntha und Goloka. Im vergänglichen Bereich Mayas sind die materiellen Universen zusammen mit Wesen wie Devas, in Klammer Halbgötter, und Menschen nichts anderes als großartige Manifestationen der vielfältigen Pracht der begrenzten Energie. Sie alle sind durch Linga, das männliche Geschlechtsteil, und Yoni, das weibliche Geschlechtsteil, hervorgebracht worden. Mit anderen Worten, durch die Kombination des instrumentalen und des materiellen Prinzips. Auch nach wissenschaftlicher Erkenntnis beruht alles in unserer Welt auf sexueller Vereinigung. Bäume, Pflanzen und sogar empfindungslose Wesen sind Produkte der Vereinigung des Männlichen und Weiblichen. In diesem Zusammenhang ist es von besonderer Bedeutung, dass gemeinhin als anstößig empfundene Ausdrücke wie Linga und Yoni in der Beschreibung fundamentaler wissenschaftlicher Prinzipien als überaus hilfreich gelten und sich einen festen Platz im akademischen Wortschatz erobert haben. Natürlich hat Anstößigkeit im Rahmen der externen Gepflogenheiten einer Gesellschaft auch ihren Sinn. Aber die Wissenschaft, insbesondere die höchste Wissenschaft, kann nicht aus Rücksicht auf gesellschaftliche Sitten die Wahrheit verschleiern. Um deshalb den Samen weltlicher sexueller Begierde, das Grundprinzip dieser Erscheinungswelt, verständlich zu machen, ist die Verwendung genau dieser Ausdrücke unerlässlich. Sie sind hier aber im übertragenen Sinne zu verstehen und beziehen sich auf die männliche Energie, das heißt die prädominierende aktive Kraft, und die weibliche Energie, das heißt die prädominierte aktive Kraft.